Die Tatsache, dass es praktisch überall auf der alten Welt Megalithen gibt, ist wahrscheinlich das Erstaunlichste an ihnen. Die Vorkommen von den Küsten Englands bis zu den Japans regt die Fantasie an und kann als globales Phänomen angesehen werden. Obwohl es wohl sicherer ist, die Verbreitung der megalithischen Grabmonumente zu skizzieren, ist die Formulierung von Aussagen über ihre Ausbreitung gleichbedeutend mit dem Betreten einer heißen Zone der Kontroverse. Es wird angenommen, dass die europäischen Megalithen die ältesten in der chronologischen Folge sind. Die dort festgestellten grundlegenden Grabtypen sind megalithische Tempel, gefunden auf den Mittelmeerinseln Malta und Gozo, Grabkammern unterteilt in Dolmen, Ganggräber, Hofgräber und Galeriegräber, einzelne aufrechte Steine oder Meniere und schließlich gruppiert stehende Steine, die entweder in Reihen oder in einem elliptischen Bereich angeordnet sind. Vor kurzem wurde jedoch eine bemerkenswerte Entdeckung in den abgelegenen Bergen Sibiriens in Russland gemacht. Was genau ist dieser Fund und warum sind Archäologen so begeistert davon? Bleibt bis zum Ende bei uns, um mehr über diese neue Entdeckung zu erfahren. Es begann mit ein paar wagemutigen Geologen, die tief in die eisige Wildnis Russlands gereist waren, um das größte Megalithdenkmal der Welt zu katalogisieren. Aufgrund der extremen Abgeschiedenheit dieser Region ranken sich um sie Mythen und Geschichten von Schneeyetis und anderen unbekannten Bestien, die jeden jagen, der sich in diese Wildnis wagt. Als die Nachricht von dieser Entdeckung und diesen Steinstrukturen an die Öffentlichkeit gelangte, hielten viele Menschen sie für natürliche Gebilde. Vielleicht lag das daran, dass es ihnen schwer fiel, sich so große alte Ruinen an einem so abgelegenen Ort vorzustellen. Die Tatsache, dass sie mehrere hunderte oder tausende Jahre alt zu sein schienen, vielleicht sogar so alt wie die kolossale Sphinx, machte den Fund noch geheimnisvoller. Ein Team entdeckte ein Gewölbe in einem der steinernen Megalithen. Es war ein Zugangsgewölbe, das in ein künstlich angelegtes Steinhöhlensystem führte. Infolge der immer abenteuerlicheren Erkundungen der Ruinen erfährt man immer mehr Details über sie. Diese unterirdischen Bauten sind wirklich gewaltig und wurden eindeutig von einem intelligenten Baumeister errichtet, der sich seit Jahrtausenden versteckt hält. Die Höhlen sind nicht nur riesig, sondern auch aus übereinander gestapelten Blöcken gebaut, die in manchen Fällen länger als 15 Meter sind. Daraus ergibt sich ein Gesamtgewicht der Steine von mehreren tausend Tonnen und doch scheinen sie mit Leichtigkeit in die Form der unterirdischen Wände gebracht worden zu sein. Diese Entdeckung wirft kein Licht auf die Art und Weise, wie die antiken Menschen solche Strukturen errichteten, sondern entzieht ihre offenkundigen Fähigkeiten noch weiter unserem Verständnis. Nicht nur der Zweck dieser Strukturen ist unbekannt, sondern sie enthalten auch Steine, die größer sind als alle, die wir je gesehen haben und die sogar den unvollendeten Stein übertreffen, der in dem alten chinesischen Steinbruch Yangshan ausgegraben wurde. Dort befindet sich ein über 16.000 Tonnen schwerer, teilweise aus dem Fels gehauener Stein, von dem Forscher im Laufe der Geschichte annahmen, dass er im Steinbruch zurückgelassen wurde, weil sie ihn nicht befördern konnten. Aber gerade hier finden wir Steine, die zu einem Höhlensystem angeordnet wurden, das noch beeindruckender sein dürfte als Yangshan. Das beweist, dass sie nicht nur bewegen, sondern auch heben und bearbeiten konnten. Wie viele natürliche Formationen sind eigentlich nur heftig verwitterte Versionen von viel größeren Steinkonstruktionen, die im Laufe der Zeit aufgegeben wurden? Vielleicht stehen die riesigen Bauwerke der vergessenen Völker noch immer, geschützt von dem Regen der Jahrtausende, auf den unzähligen Granithügeln und Bergen, die unseren Planeten übersäen. In den 1950er Jahren sollen 9 Camper am Djatlov-Pass in Sibirien von einem Ungeheuer oder einer Naturkatastrophe getötet worden sein. In diesem rätselhaften und unerforschten Teil des Planeten sind undokumentierte, unerforschte Pyramiden versteckt, die größer sind als die von Ägypten, gigantische, megalithische, fortschrittliche Komplexe, die unter Tausenden von Tonnen von Steinen derselben Größe begraben sind und Steinhügel bilden, die das verbergen, was sich in diesen geheimnisvollen Gebäuden befindet. Eine bizarre, schwarze Pyramide, die so ungewöhnlich und abgelegen ist, dass nur weit entfernte Bilder von ihr existieren, die komplett aus Quarzit besteht und offenbar das gesamte Gebiet elektrisiert. Viele Felsen und sogar Berge auf der ganzen Welt werden von manchen für uralte, stark erodierte Megalithen gehalten, aber das ist selten bewiesen. Es gab verschiedene Hindernisse, um das scheinbar Unmögliche als Wirklichkeit zu bestätigen. Zunächst einmal galt das schiere Gewicht der Steinblöcke, die in einigen Regionen gefunden wurden, als das Maximum dessen, was physisch transportiert werden konnte. Die größten und schwersten Megalithen, die bisher ausgegraben wurden, befinden sich noch an Ort und Stelle. Das heißt, sie sind noch in den Steinbrüchen und wurden entweder teilweise oder ganz herausgeschnitten, sodass sie nicht transportiert werden können, was für eine physikalische Grenze spricht, wie viel Sklaven überhaupt bewegen konnten. Wissenschaftler vermuten, dass Sklaven diese massiven Steinbauten errichteten, indem sie in großen Gruppen bis zu 1000 Tonnen schwere Steine schleppten.
Der unvollendete Obelisk im ägyptischen Aswan wiegt um die 1200 Tonnen und wurde aufgrund einer festgestellten Schleifspur im Steinbruch zurückgelassen. Aber nicht, weil er zu schwer zum Heben war. Diese Entdeckung der Ägyptologen ist bedeutsam, denn sie verschiebt die physikalischen Grenzen dessen, was wir beim Bewegen und Bauen mit solch massiven Steinen für möglich hielten. In unseren modernen Augen dehnen wir die Regeln des natürlichen Verständnisses buchstäblich bis zum Äußersten aus. Diese Steine, die bis zu 7 Meter hoch und Tausende von Tonnen schwer sein können, werden mit äußerster Präzision neben und übereinander gestapelt und gesetzt. Diese Entdeckung hat das Potenzial, die bisherigen Ansichten über die Verfahren, mit denen solche alten Megalithsteine bewegt wurden und darüber, wer diese Bauwerke mit den Steinen errichtet haben könnte, umzuschreiben. Es sollte inzwischen klar sein, dass wir unsere Annahmen über antike Zivilisationen und ihre vermeintliche Fortschrittlichkeit neu überdenken müssen. Wir bezweifeln, dass irgendetwas, was die Menschen heute bauen, mehr als 1000 Jahre überdauert, geschweige denn 10 oder 100.000 Jahre. In der russischen Waldsteppe wurde ein unglaubliches Exemplar eiszeitlicher Architektur entdeckt. Ein massiver, runder Turm aus den Knochen von mindestens 60 Wollmammuts. Es ist jedoch ein faszinierendes Rätsel, warum Jäger und Sammler, die vor 25.000 Jahren den harten Lebensbedingungen trotzten, ein Gebäude mit einem Durchmesser von 12 Metern errichten wollten. Der Bau dieses Gebäudes hat offensichtlich viel Zeit und Mühe gekostet und war den Menschen, die es errichteten, aus irgendeinem Grund wichtig, sagt der Archäologe Alexander Pryor von der University of Exeter in Großbritannien. Er ist der Hauptautor eines neuen Artikels, der in der Zeitschrift Antiquity veröffentlicht wurde und die Entdeckung in Kostenki beschreibt, einem Ort mit zahlreichen bemerkenswerten paläolithischen Städten rund um den Fluss Don. Die alten Baumeister haben jedoch einige Hinweise hinterlassen. In den Gebäuden brannten Feuer und Essensreste, darunter auch Gemüse, sind noch vorhanden. In der Nähe des Knochenkreises befinden sich mehrere Gräben mit Mammutknochen, die möglicherweise zur Lagerung von Lebensmitteln dienten. Es ist klar, dass man von einem Mammut eine Menge Fleisch erhält, erklärt Pryor. Deshalb wollen wir die Idee, dass an dieser Stätte Lebensmittel verarbeitet und gelagert wurden, weiter untersuchen. Die majestätische Erscheinung des Bauwerks hat für manche jedoch nicht nur eine praktische Bedeutung. Die Leute haben auch viel über ein eventuelles rituelles Element spekuliert und es ist wirklich schwer zu sagen, was das gewesen sein könnte, fügt Pryor hinzu. Rituale sind auf unterschiedlichste Weise in das menschliche Leben eingebettet. Die Tatsache, dass sie eine Struktur dieser Art als Teil ihrer Rituale und ihres Lebensunterhaltes entworfen haben könnten, ist sehr vernünftig. Archäologen sind mit Mammutknochenstrukturen vertraut. Ähnliche Strukturen, allerdings in viel kleinerem Maßstab und mit einem Durchmesser von einigen Metern, wurden in ganz Osteuropa entdeckt. Diese Stätten und andere, die in den 1950er und 1960er Jahren in Kostenki entdeckt wurden, reichen bis zu 22.000 Jahre zurück. Man nimmt an, dass es sich um Wohnstätten oder Mammuthäuser handelt, die ihren Erbauern halfen, mit den heftigen Temperaturverhältnissen am Ende der letzten Eiszeit fertig zu werden. Das neue Bauwerk, 2014 in Kostenki entdeckt, ist 3.000 Jahre älter als die anderen. Die Stätte fällt vor allem durch ihre Größe auf. Die Größe des Bauwerks unterscheidet es von anderen seiner Art und sein Bau hat sicher Zeit in Anspruch genommen, sagt Marjolaine Bosch, Archäologin an der Universität von Cambridge. Das deutet darauf hin, dass es für die Ewigkeit gedacht war, vielleicht als Wahrzeichen, als Treffpunkt, als Ort von zeremonieller Bedeutung oder als Ort, an den man zurückkehren konnte, wenn die Bedingungen so rau wurden, dass man Schutz brauchte, sagt Bosch, die an der neuen Forschung zu diesem wirklich außergewöhnlichen Fund nicht beteiligt war, die Fundstelle aber persönlich besucht hat. Die gewaltigen Ausmaße des Bauwerks machen es zu einem unwahrscheinlichen Alltagsdomizil. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie dieses Bauwerk überdacht haben sollen, sagte Pryor. Die kleineren Mammuthäuser hatten eindeutigere Kochstellen und hielten die Überreste von Rentieren, Pferden und Füchsen, was darauf hindeutet, dass die Menschen, die in ihnen lebten, alles aßen, was sie in der Umgebung finden konnten. Es gibt aber keine Hinweise auf andere tierische Überreste in der neuen Mammutknochenstruktur. Das Interessante daran ist, dass es sich fast ausschließlich um Überreste des Wollhaar-Mammuts handelt, fügte Pryor hinzu. Überraschenderweise ist die neue Struktur die erste ihrer Art, die zeigt, dass ihre Bewohner nicht nur Knochen, sondern auch Holz verbrannt haben. Es ist das erste Mal, dass man große Holzkohlestücke in einem dieser Bauwerke gefunden hat. Es zeigt also, dass es in der Umgebung Bäume gab, sagt Pryor. Die schmalen Jahresringe in der Holzkohle deuten darauf hin, dass die Bäume in dieser Umgebung nur schwer gedeihen konnten. Frühere Forschungen ergaben, dass selbst in den ausgedörrten Steppen der Eiszeit Nadelbäume in den Wäldern an Flussufern wie denen um Kostenki überdauert hätten, ein Magnet für Menschen, die überleben wollten. Die unglaubliche Knochensammlung von über 60 Mammuts wirft die Frage auf: Wo kommen sie alle her? Die Wissenschaftlerinnen sind sich nicht sicher, ob die Tiere gejagt wurden, bei Massensterben verendet sind oder eine Kombination aus beidem.
Irgendetwas an der Topografie des Fundortes macht ihn zu einem Ort, an dem immer wieder Mammutherden vorbeikommen und getötet werden können. Oder auf natürliche Weise getötet werden, wie an einer Flusskreuzung, sagt Pat Shipman von der Penn State University. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Menschen 60 Mammuts auf einmal töten konnten, denn Rüsseltiere, die Ordnung der Säugetiere, zu der sowohl Mammuts als auch lebende Elefanten gehören, sind schlau und merken, wenn Mitglieder ihrer Herde getötet werden, selbst mit modernen automatischen Waffen. Weitere Forschungen an den Mammutknochen werden mehr Informationen über ihre Herkunft liefern. Einige wurden in der gleichen Reihenfolge und Position wie das Skelett angeordnet. Sag uns deine Meinung zu diesen Entdeckungen in den Kommentaren weiter unten.